Wir haben strategisch eine ganz kluge Sache gemacht. Wir haben uns von Anfang an etwas gesucht, wo noch 7% Mehrwertsteuer drauf sind, anders als die Einhörner. Wir haben ein Buch geschrieben. Wir versuchen so schnell. Lauter? Langsamer. Okay. Ist immer, ja. Okay, ich versuche langsamer zu sprechen. Wir haben allerdings nicht viel Zeit. Das heißt, das müsste dann hier unten ausdiskutiert werden. Genau. Okay, ich fange mal an. Vor 2 Jahren habe ich 300.000 Euro für mein Unternehmen geraced. Was denkt ihr jetzt? Naja, ist nicht so viel. Till hat da 24 Millionen geraced. Oder vielleicht denkst du, wow, hätte ich auch gern für mein Unternehmen. Und noch eine Frau. Hat sie auch geschafft, siehst du? Können wir auch schaffen. Vielleicht hättest du gerne Tipps oder Kontakte. Sorry, aber dafür bin ich die Falsche. Es hat 1 Jahr gedauert, um dieses scheiß Geld zu raisen, und es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Wir sind Lise und Naomi und wir sind beide Unternehmerinnen und wir haben gerade ein Buch veröffentlicht, diese Woche sogar. Das heißt Starting a Revolution, What We Can Learn from Female Entrepreneurs About the Future of Business. Dieses Buch ist eine Sammlung von Learnings von uns, aber auch von anderen Unternehmerinnen aus der ganzen Welt, die uns geholfen haben, unsere Unternehmen zu revolutionieren und euch vielleicht auch dazu verhelfen. Sie sollen auch die Business- und die Startup-Welt aufrütteln, weil vieles läuft gerade schief und wir brauchen neue Denkanstöße. Warum war das denn so schlimm mit dem Fundraising? Weil mir ganz deutlich gesagt wurde, ich muss mich verstellen. Pushe deine Zahlen nach oben. Sage denen, du hast bereits viel Interesse von anderen Investoren, auch wenn das nicht stimmt. Wenn sie Fragen stellen im Pitch und du keine Antwort hast, lüge einfach. Rede die Wettbewerber klein, Stimme runter, Schulterbreite, Kopf hoch, nicht zu viel lachen. Das sind die Weisheiten der Pitch-Welt. Ich wollte aber ganz anders sein. Ich wollte ehrlich sein mit den Investoren. Und ich sage ganz klar Investoren, nicht Investorinnen. Ich wollte darüber reden, dass ich nicht wirklich weiß, ob wir das schaffen. Dass ich auch Angst habe. Dass ich mir die Zahlen aus der Luft gegriffen habe teilweise. Aber dass ich mein Bestes geben wird. Ich wollte sagen, dass es mir relativ egal ist, um ehrlich zu sein, ob wir viel Gewinn mit dem Unternehmen machen, solange wir die Welt verändern. Ich wollte Ihnen auch sagen, dass wir mit unserem Geschäftsmodell und Markt wahrscheinlich auf ein relativ langsames Wachstum zählen können und vielleicht nicht diesen Hockeystick erreichen. Aber das konnte ich alles nicht sagen, weil das passt gar nicht in der Förderlogik, gerade nicht von VCs. Diese ganze VC-Welt basiert darauf, dass man ein Turbo-Wachstum hinbekommt, dass die Unternehmen unheimlich schnell wachsen, dass die Wettbewerber ausschalten, dass sie sogar schneller als die Regulatoren sind, auf jeden Fall schneller als die Politik. Viele gehen daran kaputt, aber das ist denen relativ egal, weil 1 von 10 überlebt und daran werden die reich. Es passt auch nicht ganz in dem Impact-Investing-Logik, denn Impact-Investoren sind auch Investoren und dieser Prozess verfolgt genau der gleichen Logik von Netzwerken, Pitching, Einschleimen und Aufbrüsten. Nur die Machtverhältnisse sind noch schlimmer, denn du brauchst die Investoren viel mehr, als die brauchen dich. Viele haben uns über Monate warten lassen, wohl wissend, dass wir fast gar kein Geld mehr hatten. Und wir hatten quasi keinen Hebel. Und dann hast du das Geld und hast plötzlich auch ganz fremde Menschen in deinem Unternehmen, die nichts dafür machen müssen, aber trotzdem Geld dran verdienen können und bei wichtigen Entscheidungen auch sogar mitreden können. Keiner hat mir gesagt, wie sich das anfühlt, Teil von deinem Baby zu verkaufen. Dann hast du nicht nur den Druck, den du dir selber sowieso machst, sondern du hast auch den externen Druck. Das hat mir echt schlaflose Nächte verbreitet. Und wenn ich ehrlich bin, hätten wir es wahrscheinlich auch geschafft ohne das Geld. Nur dachten wir, um ein richtiges Startup zu sein, braucht man Investoren. Es war schon blöd, aber es war auch ein Anlass, mir alles anzuschauen in dem Startup-Sektor, was irgendwie bescheuert ist. Was wir uns selber antun und was wir anderen antun in der heutigen Startup-Welt, um mich zu fragen, warum wir das eigentlich machen. Ich habe festgestellt, dass ich gar nicht glücklich war häufig als Gründerin. Und es ging meinen Mitgründerinnen auch so. Wir haben uns sehr viel Druck ausgesetzt. Wir haben auch unsere Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Meine Mitgründerinnen hatten beide Burnouts in den letzten Jahren. Ich habe mich gefragt,
Warum mache ich das? Will ich das überhaupt weitermachen? Schaffe ich das nicht, wirklich glücklich und erfüllt im Job zu sein? Ich habe auch Lisa die gleiche Frage gestellt, heulend auf dem Sofa. Denn ich habe gesehen, dass Lisa es irgendwie doch geschafft hat. Genau, und als Naomi mit mir auf dem Sofa saß, hatte ich das diffuse Gefühl von, irgendwie mache ich meinen Job mittlerweile richtig, richtig gerne, aber der Weg dahin war auch nicht besonders kurz. Ich habe hier an der FU studiert, am OSI, und habe danach einen Master in Entwicklungsökonomie an der LSI gemacht. Und der erste Weg für mich ging in die Entwicklungshilfe. Ich habe bei Oxfam gearbeitet und war danach bei einem Beratungsunternehmen, das den öffentlichen Sektor berät. Und von außen haben, glaube ich, alle Menschen immer gedacht, dieser geht ihren Weg, das passt voll zu ihr. Ich habe meinen Job, glaube ich, ziemlich gut gemacht. Meine Kollegen mochten mich, meine Chefs mochten mich. Und trotzdem war ich die ganze Zeit irgendwie total unglücklich. Und es hat mich verrückt gemacht, weil ich nicht verstanden habe, was da los war. Ich hatte diese Sonntagabend-, Montagmorgen-Depression, dachte, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder zur Arbeit. Immer wenn ich im Urlaub war, hatte ich eine totale Sinnkrise und habe mir darüber Gedanken gemacht, was ich hier eigentlich tue. Und was mich am allerschwierigsten oder am allermeisten mir zugesetzt hat, ist, dass ich nicht verstanden habe, warum ich so unglücklich war. Irgendwann habe ich dann die Entscheidung gefällt und gesagt, okay, ich gründe mein eigenes Unternehmen, weil vielleicht ist das besser. Dann kann ich zumindest die Kultur selbst schaffen. Ich kann alles so setzen, wie ich es haben will. Ich kann mir ein Thema suchen, wofür ich wirklich brenne. Das habe ich getan. Ich habe ein Fair Fashion Label, wurde vorhin schon kurz gesagt, gegründet. Wir arbeiten mit den ärmsten Communities oder einiger der ärmsten Communities der Welt und stellen total schöne, hochwertige Produkte her. Und das Thema war was mich von Anfang an total gecatcht hat und ich habe es geliebt. Ich bin zur Arbeit geradelt, ich fand es geil, ich hatte keine Chefs, ich hatte vor allen Dingen keine Chefs, das fand ich sehr geil. Und es hat so 2 Jahre gedauert, 2,5 Jahre, meine ersten Mitarbeiterinnen, und auf einmal habe ich gemerkt, das Gefühl fängt wieder an. Es fängt wieder an, dass ich nicht gern zur Arbeit gehe. Es fängt wieder an, dass ich montags morgens denke, oh nein, schon wieder eine Woche. Und ich war so, das kann nicht wahr sein, es ist alles selbst gemacht. Aber ich habe gesehen, ich kann da nicht alleine raus. Es gab dann mit einer Mitarbeiterin einen ziemlichen Eklat, woraufhin wir dann angefangen haben, einen Feedback-Prozess bei uns einzuführen. Wir haben alle 3 Monate uns hingesetzt, am Anfang wesentlich öfter. Und ich musste einfach erstmal zuhören. Und ich habe gemerkt, ich habe eigentlich das gleiche System, in dem ich sozialisiert wurde, das ich gehasst habe als Mitarbeiterin oder als Arbeitnehmerin, habe ich einfach reproduziert. Das heißt, ich war eine Chefin, die nicht wertschätzend war. Ich habe meinen Mitarbeiterinnen oft nicht vertraut. Ich habe Druck ausgeübt, vor allen Dingen, wenn ich selbst Druck verspürt habe, habe ich den direkt weitergegeben. Ich habe es nicht geschafft, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, bei dem jeder weiß, dass er für das gesehen wird, was er gut kann und dass er vor allen Dingen er und sie selbst bei der Arbeit sein kann. Ich habe versucht, eine professionelle Distanz aufzubauen und ich habe meine Mitarbeiter so behandelt, als wären sie ein Mittel zum Zweck. Und das wurde mir vorgehalten als Spiegel von meinen Mitarbeiterinnen und ich war echt schockiert, weil ich dachte, so bin ich nicht. Aber ich hatte nichts anderes gelernt. Durch diesen Feedback-Prozess sind wir als Unternehmen an einen Punkt gekommen, wo ich sagen kann, es ist viel, 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 viel besser. Mittlerweile ist es so, dass wir wirklich, es ist schön, ich bin gerne bei der Arbeit, ich liebe meinen Job. Ich glaube, meine Mitarbeiterinnen, hoffe ich sehr, tun das auch. Ich habe es irgendwie geschafft, durch diesen Schmerz durchzuarbeiten, weil ich muss sagen, das war die schmerzhafte Zeit meines Lebens, wahrscheinlich wirklich zu erkennen, ich schaffe nicht das, was ich will und vor allen Dingen bin ich nicht anders als die anderen. Und als Naomi bei mir auf der Couch saß und sie völlig verzweifelt war, war ich so, okay, irgendwie, ich weiß nicht, was anders ist, ich weiß, Feedback ist wichtig, aber eigentlich habe ich die Lösung nicht. Und wir haben unsere Freunde gefragt, von denen viele männliche Gründer sind, die haben uns natürlich Ratschläge gegeben. Wir haben uns Businessbücher gekauft, reingeschaut. Es sind alles Sachen, die wir versucht haben. Wir haben gesehen, Business-Ratschlag ist nicht sehr divers. Von den 50 Bestseller-Büchern auf Amazon zu Business-Themen sind 5 von Frauen geschrieben. Wir haben gesehen, in unserem Umfeld waren sehr, sehr viele Männer, die Sachen ganz anders gemacht haben. Und wir haben gesagt, okay, lass uns einfach Leute suchen, die außerhalb des Systems sind, die gesehen haben, genauso vielleicht wie wir, das passt nicht für mich, das fühlt sich falsch an, und andere Dinge geschaffen haben. Und wir haben mit vielen Frauen gesprochen. Wir haben vor allen Dingen 7 Frauen interviewt, die wir auch in unserem Buch featuren. Und was die jeweils gemacht haben, ist total abgefahren. Das sind natürlich Frauen, wo wir alle sehr ehrfürchtig denken, oh Gott, das könnte ich nie. Aber vor allen Dingen haben die ganz, ganz viel Input uns dazu gegeben, wie man es schaffen kann, Unternehmen anders aufzubauen und Unternehmen schaffen kann, wo man selbst und wo die Mitarbeiter glücklich sind und wo sie ganze Menschen sein können. Und Naomi, stellt euch jetzt ein paar dieser wunderbaren Frauen vor. Genau, ich nutze auch die Präsentation jetzt.
Wir haben 4 Frauen mitgebracht, um gestern die Keynotes auszugleichen. Erstens Dame Stephanie Shirley. Das ist eine der coolsten Frauen, die ich jemals die Freude hatte kennenzulernen. Die ist 85 Jahre alt. Sie hat in den 60ern ein Tech-Startup gegründet mit 6 Pfund. Die ist selber Entwicklerin und die hat es Jahrzehnte später für knapp 500 Millionen Pfund verkauft. Sie hat nur Frauen, also nur andere Entwicklerinnen eingestellt, weil sie selber gemerkt hat oder sie selber erlebt hat, nachdem sie geheiratet hat damals und ein Kind bekommen hat, konnte sie nicht mehr arbeiten und anstatt zu Hause zu bleiben, hat sie gesagt, okay, ich baue mein Unternehmen von zu Hause auf, wenn ich nicht mehr ins Büro gehen darf. Und ich stelle nur andere Frauen ein, die auch von zu Hause arbeiten. Das war die 60er Jahre. Die haben das ganze Code natürlich auf Papier geschrieben, per Post verschickt und nur miteinander per Telefon kommunizieren können. Und es hat funktioniert. Die haben unter anderem den Blackbox von Concord entwickelt und quasi die technische Entwicklung von vielen großen britischen Unternehmen angeführt. Nicht nur, dass alle Frauen von zu Hause gearbeitet haben, sie haben auch alle Anteile bekommen. Dame Stephanie hat gesagt, alle Menschen, die in ihrem Unternehmen arbeiten, sollen auch am Gewinn mitbeteiligt werden und die sollen auch mitbestimmen. Also sie hatte am Ende dann selber nur 5% von den Anteilen, sie hat den Rest vergeben oder zum sehr niedrigen Wert verkauft. Und sie hat nicht nur die Anteile so vergeben wie heute in der Startup-Welt, sie hat die auch wirklich die Stimmrechte vergeben. So am Ende, als sie in Rente gegangen ist, hatte ihr Mitarbeiter 62% von den ganzen Stimmrechten. Also sie war quasi auch ein Pionier von Purpose-Unternehmen. Vivian Ming, eine aktuelle Gründerin aus San Francisco, die ist Pionierin in künstlicher Intelligenz. Die hat einen Dual-PhD in Neurowissenschaften und Psychologie. Klingt alles ganz toll, die war aber auch zwischendurch obdachlos und hat im Auto gelebt und war kurz davor, sich umzubringen. Und hat dann beschlossen, wenn sie ihr Leben weiterführen möchte, dann will sie das auch mit Sinn machen. Und das ist quasi der Hauptbestandteil von ihrer Philosophie zum Business. Sie will, dass sie mit Sinn arbeitet und vor allem, dass ihre Mitarbeiterinnen mit Sinn arbeiten. Und wenn das nicht so ist, dann ist ein Business nicht erfolgreich. Sie hat mehrere große Businesses aufgebaut in Silicon Valley. Die hat auch viele Jobs abgelehnt, unter anderem von Uber als Chief Scientific Officer und von Amazon auch auf der Chief Executive Level, weil sie sagt, ganz ehrlich, das, was die machen, das hat keinen Sinn und so wie die arbeiten, das hat auch keinen Sinn. Anna Jona ist eine deutsche Unternehmerin, die stellt Barfußschuhe her. Und sie hat 120 Mitarbeiter in ganz Deutschland, die alle auch remote arbeiten. Sie hatte auch 3 Kinder, als sie gegründet hat. Sie hat gesagt, ich will nicht ins Office gehen, warum sollen meine Mitarbeiter ins Office gehen? Und hat es geschafft, quasi über 4 Jahre ein Unternehmen mit 120 Mitarbeiterinnen aufzubauen, die alle von zu Hause arbeiten. Nicht nur das, sie haben gar keine Investoren, sie sind schon profitabel nach 2 Jahren und sie haben das alles mit nur an Crowdfunding und ein paar Darlehen geschafft. Und Jennifer Brandel ist noch eine Amerikanerin aus Portland. Sie ist auch Unternehmerin, aber viel mehr dafür bekannt, den Zebras Movement gegründet zu haben. Zebras steht im Gegensatz zu Unicorns. Wir wissen alle, jeder, der ein Startup gründet, der will eigentlich gerade Unicorn werden. Die sagen, scheiß drauf, Unicorns, no offense to the Einhörner da. Unicorns brauchen wir nicht mehr, die sind schädlich für die Gesellschaft, für die Umwelt und wir brauchen viel mehr Zebras. Zebras setzen nicht auf exponentielles Wachstum, sondern auf nachhaltiges Wohlstand. Die haben keine Win-Lose-Mentalität, sondern eine Win-Win-Mentalität, also wirklich alle profitieren, wenn ein Zebra-Unternehmen Erfolg hat. Und die wollen nicht nur ein paar Menschen bereichern, sondern wirklich die Gesellschaft bereichern. So im Schnelldurchlauf. wir haben überlegt, okay, was können wir sozusagen noch mitgeben aus unserem Buch und haben überlegt, was sind eigentlich die 3 Main Takeaways und wir haben dann gedacht, so, es gibt keine 3 Main Takeaways, weil was das Main Takeaway aus unserem Buch ist,
alles in Frage zu stellen, was euch so verkauft wird, als wäre es eine Business-Wahrheit. Und deshalb haben wir nicht die drei Main Takeaways aufbereitet, die es nicht gibt, sondern wir erzählen euch, was für uns im Alltag das Allerschwierigste ist, weil es so stark in uns drin ist, dass wir jeden Tag immer wieder daran arbeiten müssen. Hi Maus, mein Sohn. Genau, harte Arbeit ist gute Arbeit. Ihr sagt jetzt alle, natürlich wissen wir das. Natürlich muss Arbeit Spaß machen, bla bla bla. Ich sag euch, das ist so tief in euch drin, es ist so tief in mir drin. Ich stehe hier und sag euch, das Wichtigste, was ich mir vorgenommen habe, ist achtsam mit mir selbst umzugehen. Ich habe eine Woche hinter mir mit einem Buchlaunch, einem Thank-You-Dinner, 2 Tagen Buchmesse. Gestern hatte ich eine kurze Pause und heute stehe ich hier und ich habe 2 Kinder. Ich bin super schlecht darin. Ich bin super, super, super schlecht darin, auf mich selbst aufzupassen. Und ich bin super schlecht darin, das an meine Mitarbeiterin weiterzugeben. Wir haben alle in der Denke von Unternehmern das Gefühl, dass wir immer über unsere Grenze gehen müssen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir dann denken, okay, wenn es dann nicht klappt, dann sind wir selber schuld. Und das ist total schädlich. Ich kenne so viele Menschen, die gegründet haben und die ausgebrannt sind. Ich kenne so viele Menschen, die gegründet haben und irgendwann so unglücklich wurden oder die nie eine Familie gründen konnten. Und ich kann euch sagen, das ist total schwer, jeden einzelnen Tag. Wie oft ich meinem Team dafür danke, danke für eure harte Arbeit und mir danach in den Arsch trete. Es geht nicht darum, dass sie hart arbeiten, es geht darum, dass sie gut arbeiten, dass sie gut zu sich sind und dass sie effektiv arbeiten und dass sie Freude an ihrer Arbeit haben. Zweiter Punkt, Leistung durch Druck. Wir haben alle immer noch so eine total verquere Denke von, wir müssen nur richtig krass Druck haben, dann funktioniert alles. Jemand, den ich kenne, aber mein Mann hat ein Tech-Startup und der sagt manchmal solche Sachen wie, ich glaube, meinen Mitarbeitern geht es zu gut, ich glaube, da ist kein Sense of Emergency. Und dann sage ich, glaubst du wirklich, dass Menschen dann gut funktionieren, wenn sie dicht machen, wenn sie das Gefühl haben, es ist ein Emergency? Oder glaubst du, Menschen funktionieren dann gut, wenn sie glücklich sind, wenn sie erfüllt sind, wenn es Vertrauen gibt, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihren Impact sehen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie gerne zur Arbeit gehen? Glaubst du nicht, das ist die bessere Umgebung und Leistung zu schaffen? Und es ist so abgefahren, weil wir sind immer wieder selbst in dieser Rolle und ich merke, dass ich immer wieder da reinrutsche, dass ich denke, Druck, Druck, Druck. Druck habe, Druck weitergebe, Druck habe, Druck weitergebe. Aber ich kann euch versprechen, es gibt ein paar Sportler und es gibt ein paar Rugby-Spieler auf dieser Welt, die wahrscheinlich viel Druck brauchen, um Leistung zu bringen oder keinen Druck brauchen, keine Ahnung. Aber von den ganzen Gesprächen mit Freundinnen, mit Freunden, mit ganz vielen Gründern haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass die meisten Menschen keinen negativen externen Druck brauchen. Die haben so viel Druck in sich und die haben so eine Compassion für das, was sie machen wollen. Und die haben eine intrinsische Motivation und das wollen wir als Unternehmer. Wir wollen Menschen, die aus sich heraus Leistung bringen und nicht, weil wir sie anschreien oder weil wir sie unter Druck setzen oder weil wir ihnen Ziele vorsetzen, an denen sie scheitern werden. Aber sonst würden sie ja noch nicht mal in die Nähe der Ziele kommen. Das ist eine Weisheit, die ist so dumm, also finde ich. Dritter Punkt, professionelle Distanz. Ich glaube, das war ein Thema, was mich sehr unglücklich in meinen Angestelltenjobs gemacht hat, weil ich hatte das Gefühl, dass ich nicht ich selbst auf der Arbeit sein kann. Ich hatte das Gefühl, dass ich bestimmte Teile von mir zu Hause lassen musste. Und das war für mich sehr schmerzhaft, weil ich immer wieder mich gefragt habe, was stimmt mit mir nicht? Ich hatte immer wieder den Punkt, wo ich dachte, ich bin zu emotional, ich bin zu engagiert, ich kann mich nicht gut unterordnen. Es gab 100.000 Momente, wo ich mich in irgendwelchen Meetings rausziehen musste und auf dem Klo saß und dachte so, was stimmt mit mir nicht? Und was nicht mit mir gestimmt hat, war, dass ich nicht ich selbst sein konnte. Ich musste die ganze Zeit eine Maske aufsetzen und das hat dazu geführt, dass ich mich irgendwann aufgespalten habe und da kam das Unglück her. Und was ich gemerkt habe als Chefin, das war das größte Problem bei mir selbst, ich habe es nicht geschafft, meine Mitarbeiter als ganze Menschen zu sehen. Ich wollte mich nie mit denen so richtig, also ich habe es irgendwie gemacht, weil ich irgendwie musste, aber montags morgens darüber unterhalten, was sie am Wochenende gemacht haben. Ich habe immer gedacht, das ist Zeitverschwendung. Ne? Ich will, dass die arbeiten, die werden dafür bezahlt. Ich will, dass wir weiterkommen. Und in dem Moment, wo wir nett zueinander sind und eine Viertelstunde in der Küche Kaffee trinken, führt das eventuell dazu, dass wir heute unsere Sachen nicht gebacken kriegen. Und da muss ich immer noch manchmal dran arbeiten. Wenn ich montags ins Büro komme, dann bin ich voll unter Druck, weil ich weiß, wie viele Sachen wir zu tun haben. Und dann nehme ich mir ganz bewusst extra viel Zeit und versuche, mit meinen Mitarbeiterinnen ein Gespräch zu führen, was uns als Menschen näher bringt. Weil ich interessiere mich mittlerweile für meine Mitarbeiterinnen als Menschen und nicht nur als Mittel zum Zweck, als Arbeitsmaschinen. Aber ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben genau das noch tun, dass ganz viele Jobs so sind und dass es am Ende darum geht, wenn wir alle unsere Arbeit mehr lieben wollen,
Da müssen wir es schaffen, uns als ganze Menschen zur Arbeit mitzubringen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für mich und die allerwichtigste Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass ich jetzt meinen Job sehr, sehr, sehr liebe und trotzdem nicht alle Sachen richtig mache. Schauen wir uns gerade an, haben wir echt viele Krisen. Das wissen wir schon. Klimakrise, Spaltung der Gesellschaft, Burnout-Generation. Das hängt wirklich alles zusammen. Und zwar das, was es verbindet, ist unser patriarchalistisches Wirtschaftssystem. Und das sind nicht die anderen, die schuld sind. Die anderen gibt es nicht. Wenn wir eines vom Buch und vom Gründerinnen-Dasein gelernt haben, ist Folgendes. Das Problem und die Lösung fängt bei uns an. Wir sind alle Teil dieses Systems. Und in dem, wie wir arbeiten, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen umgehen, wie wir unsere Organisationsstrukturen strukturieren, wie wir Geld ins Unternehmen kriegen, sind wir dafür verantwortlich, dass wir dieses System am Leben halten oder eben nicht. Wenn wir nicht lernen, viel kritischer mit unseren Annahmen umzugehen, wie man führt, wie man ein Business aufbaut, wie man sich als Manager verhält, was Erfolg bedeutet, wird sich nichts ändern. Die Revolution fängt bei dir an.